So, wir sind wieder da und ja, wir haben ja die Muräne jetzt gefangen und jetzt sollen wir daraus ja ein Curry machen. Oh Gott. Ab zur Sushi-Bar, genau. In die Tiefe hinab. Warte, warte, erstmal Rezepte setzen. Ja gut, grüner Tee, Bier, Menü, genau. Jetzt haben wir hier das. Was war das? Fleisch als Kupfer. Ah, ja. Okay. Lass mal hinzufügen. Riesenmaul-Hai-Sushi. Thunfisch. Was? Ja, wie auch immer. Kommt da nur also drei. Wollen ja nicht wieder so viel wegschmeißen. Blauflossen, Fisch, Akami-Sushi. Davon auch nur drei, komm. Weißgepunktete Wurzel, Mundqualm. Ja, wer's mag? Okay. Und egal, ich suche. Aber da, ja, kommt es bei. Was veredeln wir denn heute mal? Ja, Teile noch? Ja. Halten, erstmal Auto kochen. Ja. Ja. Einstellen und wir wollten jetzt veredeln noch. Jo, veredeln ihn mehr. Das geschafft, aber da ist doch noch eine Platte frei. Muss ich doch noch irgendwo ein Menü einstellen können. Wollen wir nicht weiter nach unten? Komisch. Ah, jetzt haben wir es. Lungenqualm. Ja, die schönen Lungenqualm gibt es auch heute. So, Personal. Wartezimmer, du hast keinen. Ja, Personal, Wartezimmer, aber wir wollen erneuern. Bewerberliste. Und er kostet natürlich viel Geld, aber kochen kann er gut. Servieren. Oh, Gemüt, Erwerb. Charme. Besser als Mister. Na komm. Erneuern. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade billig. Moment, glaube ich. Ja, wir könnten. Was haben wir denn? Stellt Personal auf der aktuellen Costa-Bewerbungslevel ein. Personal auf einen höheren als dem aktuellen Costa-Bewerbungs. Okay, wir nehmen mal die mit der TV-Werbung und noch schalten. Komm. Training? Was? No, den trainieren wir. So. Einsetzen. Um Olivenöl zu holen. Soja, Salz. Gott, kann ich denn hier alles machen? Ah ja. So. Okay. Einsetzen. James im Einsatz. Okay. So, keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber. So. Jetzt geht's mal los hier. Oh, ich habe vergessen, sein Essen auf der Speisekarte.
Das ist Morenen-Curry. Oh, oh. Na toll. Oh, warten Sie! Oh. Hey, komm mal her. Oh oh. Wie kriegt das denn? Oh, warten Sie, warten Sie. Ich komme, ich komme. Oh. Wie kriegt das denn jetzt? Na toll, kann ich den Müll einmal schmeißen. Warten Sie, Bierchen, Bierchen, Bierchen kriegen wir hin. Dich. Dich. Ja? Ups. So, wie sieht's aus? Nicht berauschend, hä? Naja. Ich brauche eine zweite Bedienung eigentlich. Ach, der Doktor kommt wieder. Ich habe versucht, es allein zu schaffen, aber es war zu schwierig. Ich habe mir ein bisschen Hilfe von Duff beschafft. Dank seiner Hilfe können wir deine Worte nun auch in die Sprache des Seevolkes übersetzen. Wow, ich bin auch neugierig, was sie zu sagen haben. Jetzt muss ich mich wieder zum Standort des Seevolks zurückgeben. Rede mit dem Seevolk, ja. Ach, da wieder dran. Okay. Worum geht es? Ich habe Zeit mit Lichans verbracht und in Ruhe nachgedacht. Und dabei wurde mir klar, dass ein Meister von ihren anderen das zurückgibt, was sie ihm gegeben haben. Sag mal, Dave, bist du zufrieden mit deinen Waffen? Naja, sie sind in Ordnung. Sie könnten aber stärker sein. Aha, dann ist es wohl Zeit, dass ich ins Spiel komme, sozusagen. Ich kann dir dabei helfen, deine Waffen zu verbessern. Die verbessern? Und wie machst du das? Aha, ich verstecke sie. Da baue diverse Extras in sie ein. Gift- oder Stromeinheiten. Es gibt da eine wichtige Sache zu bedenken. Nur Waffen, die hergestellt wurden, können verbessert werden. Und das hast du vielleicht schon denken können. Oh, verstehe. Waffenverbesserung, das klingt ziemlich nützlich. Duff, du bist cooler, als ich gedacht habe. Was soll das denn heißen? Ich versuche doch nur, das beste Meister für Lichan zu sein. Ich glaube, ich habe dir einen Äquivalent und Erklärung gegeben. Ja, ich wieder in meine Feenwelt zurück. Auf Nimmerwiedersehen. Okay. Kannst du dich schon mal verbessern? Immerhin, ne? Hier ist eine Nachricht angekommen. Okay. Soll ich sie mir erstmal ansehen? Tourismusgremium Blaues Loch. Hallo, hier ist der Tourismusgremium Blaues Loch. Ihr kennt sich alle die Geschichten des alten Mannes, der 84 Tage lang keinen Fisch fangen konnte. Der Fisch, den er schließlich fing, war ein Marlin. Und jetzt werden in der Nähe des Blauen Lochs langsam Marline gesichtet. Diese Chance zu nutzen, hat das Gremium beschlossen, in 3 Tagen eine Marlin-Party zu veranstalten. Lokale Restaurantbesitzer sind aufgerufen, sich an die Party zu beteiligen, um ihren Umsatz zu steigern. Gerüchte besagen, dass sogar Segelfische gesichtet wurden. Okay. Ja, dann gibt's wohl wieder ein Event. Den nehmen wir mit. Und Bomben fallen mit Auslöser. Genau, mit. Sicher, sicher. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass hier mehr und mehr Fische kommen. Nebenbei angeln, ne? Wie mein Restaurant wieder? Oh.
Schrott. Dass ihr Schusswaffen habt, Bodenspitzen und andere Waffen zerlegen. Wenn die beim Zerlegen enthalten Waffenwerte um darf mit Verbesserung deiner Waffe zu. Oh, ich kann die Sache jetzt echt zerlegen. Das ist. Oh, wait. Oh, oh. Komm, na komm. Hab dich. Ja, praktisch, dass ich die jetzt zerlegen kann. Ja, ist auch schon. Oh, Moment. Ah, da ist er. Ausgetrickst, mein Lieber. Ah ne, komm, wir lassen ihn abschleppen. Viele Quallen, Kalksteine, oder? Ich muss ja auch passen jetzt. Das kann ich nicht zerlegen, ne? Na gut. Zerlegen wir mal. Oh. Hornbusch ist nehmen wir mit. Voll mit dem Neuer kommen. Los, Loch. Ach ja, ich muss ja jetzt wieder eine Taschenlampe. Ja. Mann, da muss ich ja wieder meine Sachen tauschen. Unfall mit Sensor. Ach, schade. Ja, toll. Nein! Ah! Ah! Nein! Ah! Betäubung, ah, ich komm. Ja, das hat die gerade auseinandergenommen, aber egal. Knochen nehmen wir auch mal mit. Na, da muss ich echt leid. Oh, Stoff, ja. Was ist das? Ja, schön.
Ja. Ah, noch immer ohne Spitzhacke. Ich habe keine. Ja, dann muss ich ja die Taschenlampe abgeben. Nee, also ich muss. Moment. Oh, wer ist das denn? Oh. Ah, da kommt mir ja schon wieder so nah, komm her. Ja. Nehmen wir auch mal mit. Und Salz. War das nicht hier irgendwo das Seevolk? Oh Gott. Müsste ich jetzt echt wissen. Taschenlampe, halt durch. Och Mann. Wahnsinn, ey. Gepunkteter Himmelskugger. Ich muss mal ein bisschen Sauerstoff holen. Ganz gut, aber auch nicht. So. Was denn für einer? Ah. Och Mann. Den Fächer. Also hier unten findet man sehr interessante Tiere. So, jetzt mal gucken, was wir jetzt hier haben. Mal langkommen zu dem Seevolk. Was die uns zu sagen haben. Ah, ich brauche noch ganz gut das. So. Probieren wir mal Dr. Bankens Seevolk-Übersatz aus und sehen, wie er funktioniert. Dachin, ich bin Dave. Kannst du mich hören? Was? Wie kann ein Mensch unsere Sprache sprechen? Eine interessante Kreatur. Sein Körper sieht anders aus als jener der Menschen, die wir gelegentlich sehen. Ich glaube, der hat mich gerade beleidigt. Nun, wie du auch sei. Gut, ich sollte mich.
Mein Name ist Ruvam. Unter uns Tiefenbewohnern. Oh, du hast gesagt, dass du uns Seevolk nennst, richtig? Man könnte behaupten, dass ich der mutigste und coolste Mann unter ihnen bin. Ahem. Alter, hat er ein Ego. Zu warm. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Dave. Hey, hey, Dave. In unserer Sprache klingt dein Name sehr ähnlich wie kaputter Klodeckel. Danke. Was ist los mit dieser Kreatur? Wie dem auch sei. Die Person, die hier liegt, ist die Tochter des Häuptlings des Seevolkes Dorfes, Ramo. Als sie von diesem blöden Riesenkerl mal entführt wurde, liegt sie bewusstlos da. Wenn ich früher davon erfahren hätte, dann hätte ich diesen Kerl schon mal ein bisschen gezeigt. Ja, ja. Willst du dir nicht zu viel darauf ein, diese unbedeutende Kalmar erledigt zu haben? Mensch, ich bin derjenige, der Ramo bewacht. Du bist wirklich ein ganz schön lauter Kerl. Auf jeden Fall erscheinst du etwas loszuwerden zu wollen. Also, schieß los. Oh, ach das. Damit Ramo wieder gesund wird, brauche ich mir ein paar Heilkräuter. Kann nicht fort, weil ich hier bleiben und mich um sie kümmern muss. Mensch, du musst ein paar Heilkräuter beschaffen, damit Ramo sich erholen kann. Wederkoralle und die Lilienkoralle wachsen beide in dieser Gegend. Bitte bereite sie so zu, dass sie essbar sind und bring sie mir. Die essbar machen? Wie mache ich das denn? Das musst du selbst ausfinden, Mensch. Such dir einen Koch, der dir dabei hilft. Oder so. Sie ist krank, also kann ich ihre Hilfe nicht verweigern. Wederkoralle und Lilienkoralle. Ich werde mich wohl erstmal einmal umsehen müssen. Mal gucken. Nee, bei ihr kann ich nichts machen, also sie ist wirklich fix und blöd. Nur diese Korallen finden. Auf der anderen Seite kommen. Dann erkenne ich denn diese Korallen? Das ist erstmal jetzt die zweite Frage. Au! So. Was? Das ist ja eingeladen, aber. Danke. So, ist das Koralle? Nee, das ist ein Erz. Leider. Ah, wo ich diese Koralle finde. Da sind meine Bomben. Hier wieder hochtauchen. Und wir probieren jetzt hier nochmal. Autsch. Au. Aha, da war schon mal eine Federkoralle. Lilienkoralle. Okay. Ich kann sie auch so erledigen. Na, komm her. Oh. Nein, nicht mit der Spitzhacke. So.
Oh, hier ist eine rote. Noch eine und noch eine. Oh Gottes Willen. Boah. Okay, die sind die, die explodieren. Boah, ist klar. Hm, ist das ein Gebäude, Seefuchs? Die Tür ist verschlossen. Nein! Oh, Sauerstoff. Ich brauche gleich unbedingt Sauerstoff. Flüssigkeit. Ja. Haben wir das? Jo, jetzt haben wir beide. Gott, da ist gedacht. Da muss ich nur wieder zurückkommen. Oh nee. Nicht so ein großer Kerl hier. Groß. Aber ich hab. Oh, jetzt bin ich überladen. Och nee. Die haben eine Riesenspinne. Ah. Radios. Haben wir auch wenig Magazine. Mich, wie gefährlich die ist. Ich kann den nicht beschädigen. Okay, das mit der Prinzessin, das müssen wir irgendwie noch nicht schieben. Wir sind überladen. Es scheint, als hätte ich alles beisammen, wo um mich diese kleinliche Halbfisch gebeten haben. Rede mit dem Seefahrer. Okay. Er wollte, dass ich diese Koralle essbar mache, richtig? Okay. Ich werde meinen schon Hilfe bitten müssen, ja. Ja, kein Koch nie. Behandle Ramo. Immerhin haben wir ein bisschen. Ab mit dem Aquarium. Hm. Wann schon ein Gericht zu kochen, ein lauter Gast. Ah, ich glaube, das machen wir. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen dann, was ich hier noch so serviere an Ares. Bis dann, mein Lieben. Ciao, ciao.